Frau oder Mann, ich sage, wenn man eine gute Idee hat, dann muss man es machen. So einfach ist das. Ob man das als Hobby macht oder ob man das als Geschäftsidee durchzieht, man muss anfangen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich habe auch nicht sofort gekündigt. Ich habe auch erstmal geguckt, na, wie geht's und wo sind die Chancen und was sind die Möglichkeiten. Aber irgendetwas, was man liebt oder was man gerne tut oder was, worin man sehr gut ist oder eine Idee nicht umzusetzen aus Angst, dass man vielleicht sich in eine Lage versetzt, die man nicht überblicken kann in dem Moment oder so, das geht nicht, in meinen Augen. Also man muss, natürlich muss man die Dinge tun, die man liebt, ganz klar. Also sonst wird man als Freiberufler nicht, würde es nicht funktionieren. Ja? Sonst würde man sich nicht über diese Talsohlen auch hinweg bewegen können, das ist ganz klar. Nur, wo, ich meine, von Liebe, von Luft und Liebe kann man nicht leben. Das ist natürlich immer das Problem. Und also mein Gedanke ist ja, wir haben ja heute die Chance, quasi über diese Vernetzung, über die neuen Vernetzungsmöglichkeiten haben wir die Möglichkeit halt, natürlich ganz andere Auftragssituationen zu generieren. Ja, wir müssen nicht mehr für die großen Verlage arbeiten, die sind nicht mehr die Einzelnen. Wir können eventuell eigene Strukturen bauen, eigene. Wir können selber publizieren, wir können lizenzieren, wir haben ganz neue Möglichkeiten, Produkte zu gestalten und die auch auf den Markt zu bringen. Wir sind nicht mehr unbedingt abhängig von diesen großen Playern, jetzt als Gestalter zumindest, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Naja, ganz, das glaube ich auf jeden Fall, wobei ich immer jetzt nicht so ganz, so ganz kann man sich ja immer nicht vorstellen, weil etwas ketzerisch gesagt, es gibt diesen Kultursenator der Linken in Berlin, die mit den Linken gar nichts zu tun, aber Harald Wolff, der so schön gesagt hat, wir können nicht davon leben, dass wir uns alle gegenseitig filmen. Irgendwie ist da ja schon auch was dran. Und dann, ohne wie gesagt irgendjemanden angehen, ich zähle mich da hinein, also wir müssen uns einfach natürlich schon bewusst sein, wie gesagt, es gibt so eine Speerspitze, in meinem Fall waren jetzt keine Eltern Geldgeber oder so, aber es gibt eine Art Bildungselite, die sozusagen sehr wohl das Know-how und einfach auch die charakterlichen Fähigkeiten hat. Also es ist ja sehr stark dieses sich ganz einbringen, auch geprägt von so einer Idee, Dietrich Dietrichsen hat das Authentizitätsporno genannt. Aber man muss einfach auch so eine weiche Ressource mitbringen, um das, den Mut aufzubringen und diesen Unternehmergeist. Ich weiß nicht, ob man den sozusagen dann eben als Imperativ allen Staatsbürgern sozusagen aufs Auge drücken kann. Und wenn du gesagt hast, zum Beispiel, Daniel, du hast jetzt eine eigene Firma oder ich hatte das jetzt in der, als direkte Angestellte eines großen Konzerns. Mich interessiert zum Beispiel dieses Honorardumping auch in Hinsicht Praktikant sein. Also in meiner Generation, ich glaube, ich gehöre so zu der, oder wir gehören so zu der ersten Vorhut der Praktikantenschwemme und der Quereinsteigerfront. Ehrlich gesagt, ich wurde bezahlt. Ich wurde beim kleinsten Stadtmagazin und sei es nur ein symbolischer Obolus, damals mit 250 D-Mark, zumindest in der Woche, entlohnt. Das war relativ viel Geld dafür, dass ich die Seiten heute vollgeschrieben habe. Die Frage war, ob du das eh nicht so siehst. Heute sitze ich in einem großen Verlag und es kommen Praktikantinnen für 3 Monate. Die kommen nach Hamburg und nehmen sich hier ein Zimmer. Die können das nicht ohne Eltern. Also die Auswahl derjenigen, die überhaupt Zugang finden zu diesem Quereinsteiger-Ausbildungsmodell und die jungen Leute, faktisch Leute in unserem Alter bezahlen die Praktikanten nicht mehr, sind aber selber noch bezahlte Praktikanten gewesen. Also wie fährt man damit und kann man das dann nur auf die Verhältnisse schieben oder muss man sich irgendwann auch eingestehen, die Kreativwirtschaft ist von einigen glücklichen Einzelfällen, die alle hier sitzen, eine riesige Blase und die etwas einfacheren... Ja. Daniel, wie erlebst du das in deinem eigenen Unternehmen? Kriegen die bei euch Geld, die Praktikanten zum Beispiel? Ja, die kriegen Geld. Die kriegen Geld. Das Ding ist, wir haben so, also wir schwimmen so ein bisschen zwischen Gestaltung und Journalismus mit unseren Produkten. Das heißt, wir kriegen also im Bereich der Journalisten ganz viele Volontäre, die zu uns kommen wollen und so weiter. Also wir kriegen so pro Woche 2 bis 3 Anfragen. Und wir können die natürlich gar nicht bearbeiten. Also wir kriegen alle eine nette Mail und so weiter. Und man trifft sich vielleicht mal, aber mehr kriegen wir nicht hin. Aber das Ding ist, glaube ich, es kommen ganz viele Leute, die wollen gar nicht... wollen gar nicht zu Kunaut, ja, ne, weil die diese Situation in den Häusern kennen. So, die wollen auch nicht mehr zum Spiegel, vielleicht. Wir haben viele Leute, die kommen bewusst zu uns oder zu Kollegen, die versuchen, neue Dinge zu machen, sich mit diesen neuen Medien da mehr auseinanderzusetzen. Da gibt es einfach ein Defizit. Und
und da, also wenn es darum geht, ja immer die Besten zu bekommen und so weiter, ich meine, wie heißt der Talentkrieg da, der da ausgerufen wird? War of Talent, ja. Ja. Dass die Leute entscheiden sich heute doch noch nach anderen Parametern und wenn wir es schaffen, halt den Leuten Geld zu geben, und das versuchen wir, dann kommen die auch. Gerne jetzt an der Stelle die Blick ins Publikum. Wir haben ja noch ein Saalmikrofon. Gibt es denn hier von eurer Seite direkt Anmerkungen, Fragen, auch an die, die hier vorne sitzen? Jetzt vielleicht nicht direkt den Daniel, weil man Praktikum dann anfangen kann, wenn er schon das so gemacht hat. Aber wir haben hier vorne ein Mikrofon, der Blick in die Scheinwerfer. Bitte einmal deinem Handzeichen. Ja, der liegt, das liegt Herr Bergmann da. Könntest du ein bisschen genauer beschreiben, worin deine Arbeit besteht? Das kam ein bisschen zu kurz. Wir gingen zu sehr davon aus, dass alle das kennen, was du machst. Ja, nee, davon gehe ich natürlich überhaupt nicht aus. Also das Work is not a job ist meine Firma und das ist ein Designstudio und Lifestyle-Konzept, das halt kreative Lebensstile inspiriert, und all meine Arbeiten zielen darauf ab, Schöpfer oder Kreatives und eigene Arbeit und Gründergeist zu wecken in anderen Leuten. Also ich unterstütze andere, dass sie ihre eigenen Ideen umsetzen. Und das mache ich halt teilweise durch Kooperation mit anderen Brands oder ich mache halt Gestaltung. Ich habe eigene Produkte. Ich habe gerade eine E-Book-Kooperation gemacht, die heißt How to Find Work You Love mit einem britischen Karrierecoach und einem großen britischen Online-Portal für Leute, die halt eine Karriere anstreben abseits des Mainstreams. Also es sind viele verschiedene Projekte, die ich mache. Das heißt Coaching, also wenn ich es recht verstehe, ist das Coaching mit Designprodukten nebenbei? Ich selber mache kein Coaching, aber ich arbeite mit Coaching zusammen, Coaches zusammen. Und wer sind die Kunden? Alle möglichen Leute, die also halt... Privatpersonen? Ja, Privatpersonen, Leute, die sich selbstständig machen wollen, die eine Idee umsetzen wollen, für ihr Startup ein Logo brauchen oder Corporate Identity, die ein Manifest brauchen, weil sie selber eine Lifestyle-Brand gründen und so weiter. Das sind ganz verschiedene und ganz interessante Kunden, international, und es sind alles Leute, die halt sich von 9 to 5 verabschieden und ihr Glück versuchen. Also als Designbüro letztendlich mit erweiterter Coaching-Funktion. Ja, also ich bin kein Coach. Ja, okay.